sind schon bei fast 20 Minuten. Das wird zu lang, wenn wir jetzt noch weitermachen. Nee. Keinen Sinn. Soll ich schon mal mit Dings anfangen? Assassin's Creed. Ja, du kannst, wenn du willst, das jetzt doch noch zu Ende spielen. Ich mache jetzt, das ist dann aber halt eine neue Folge, weil die Folge ist sonst zu lang. Also kannst du jetzt entscheiden. Ja, müssen wir, glaube ich, sogar. Dann hätten wir 30, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, dann machen wir das. Die Folge hieß jetzt übrigens Hass, wir haben Hass. Es ist der Hass. Oder ich film anders nochmal. Da haben wir es auch gesungen. Hass ist der Hass. Na, ist das nicht irgendwie von Rammstein oder so? Ja, genau, irgendwie so Rammstein, genau. Ich meine, irgendein Metal-Song oder so. So, dann klatsche ich jetzt nochmal. Willkommen bei Sunset Overdrive, Folge 30. Also, wir sagten ja, wir hauen jetzt hier quasi nochmal ein paar Hetzer, hetzen wir und lassen ihnen ein paar Raketen durch den Kopf gehen. Ups. Also, willkommen und schönes Fremdschämen, sage ich mal dazu. Falls ihr irgendwie kommentiert, dass ihr es besser könnt, lasst es, wir wissen es. Du kannst doch nicht die wenigen Kommentare, die wir kriegen, jetzt auch noch abwürgen. Doch. Wir sollen ja auch nur Kommentare lassen, in denen sie schreiben, dass sie es besser können, das wissen wir ja. Ist ja im Grunde kein Geheimnis. Ja, aber das ist ja wie wenn du also auf YouTube den Leuten verbieten zu sagen, dass sie es besser können. Das ist ja wie auf Facebook zu schreiben, schreibt nicht, dass ihr toll seid. Ja, okay, glaube ich automatisch wieder. Guck mal, spielweise automatisch, welche Waffe ich bevorzuge. Ich glaube, es gibt eine Taste, wo du durchschalten kannst, oder? Nee, wenn du die Emotion alle hast und du feuerst trotzdem weiter, wählt er automatisch eine neue aus. Okay. Das ist aber neu, sonst war die einfach leer. Blätter. Und die Waffe geht ganz gut gegen die, wa? Ja, ich hab die auch schon vorbearbeitet. Ach so. Oh, die ist aufgestiegen. Stufe 3 ist sie jetzt. Cool. Schadenfeuergeschwindigkeit, maximale Munition. Geil. Die Waffe benutzen wir zwar nicht so viel, aber trotzdem immer gut. Verdammt. Das war auch ein bisschen viel auf einmal. Ja, und ich war in der Enge. Ich war in die Enge getrieben. Ja, da haben sie dich echt. Nochmal von vorne. Yay. Weil es so schön war. Ja. Ich sag's gerne nochmal wieder. Ja, wir wissen, ihr könnt's besser. Und ich sag's dir jetzt gerne nochmal. Wir haben in Far Cry schon eine Folge, die heißt Sterben am laufenden Band. Du musst das hier nicht nachmachen. Wobei insgesamt fand ich ihn in Far Cry noch bedeutend nerviger. Aber es ist Geschmackssache. Weil wir da meistens nicht mal so richtig schuld waren. Das bin ich auch nicht. Die Monster sind schuld. Das ist deine Auslegung. Die Monster sind schuld. Da zieht er sich lieber zurück, ne? Da werden sie aber auch mutig, wenn die zu zweit sind, sind sie mutig. Ich sag ja, die in Herden irgendwie, ist echt interessant. Du musst die aber kommen lassen. Du musst die kommen lassen und dann einfach erledigen. Da kann dir jede Frau bestätigen. Ist das so? Naja, du musst dich erst kommen lassen und dann kannst du mit dem machen, was du willst. Die Kleinen sind halt irgendwie nervig. That's what she said. Oops. Gag war ja schon fast so einfach. Die Wahrheit. Aber nur fast. War es nur fast die Wahrheit? Nee, nur fast so einfach. Also ist ja kaum ein Niveau so tief, dass ich mich nicht darauf herablassen könnte.
Bei der Menge an Followern, die wir jetzt schon haben, können wir uns das auch total leisten, auch die total billigen Gags zu bringen. Das war cool. Das war echt cool. Über die Schulter noch so ein paar Raketen gefeuert. Geil. So, aber eigentlich Lebensenergie. Ich wollte das geht uns allen so. Da liegt Klopapier. Das ist super. Schon mal nah dran. Das hilft mir bis leider nicht. Ich brauche LP. Jetzt weiß ich auch nicht, wo wir sind. Also wir sind überall, ein paar Munitionskisten stehen hier rum, aber ich verlasse vielleicht das Missionsgebiet. Ja. Was ist denn das Missionsgebiet? Immer noch die Hetzer hetzen? Ach ja, tatsächlich. Ich sterbe ja immer. Wie viele sind denn noch da? Haben wir denn noch so viele? Es kommen ja immer neue, das ist ja das Problem. Das ist das alte Spiel, was wir schon festgestellt haben. Es kommen immer einfach zu viele. Hm. Du erledigst 10 und dann kommen noch mal 10. Du verlässt schon wieder das Missionsgebiet. Ja. Ja, im Missionsgebiet gibt es ja auch keine Lebensenergie. Meistens kommt die Lebensenergie auch dann, wenn du fast am Ende bist und du irgendwas platt machst. Ja, das stimmt. Alex, kommt die dann auch nur dann, wenn du sie auch dann platt machst? Das sagte ich gerade. Ja, du darfst halt dann nicht vorher sterben. Das ist die Problematik dabei. Das ist wahr. Vorher sterben ist ja generell immer scheiße. Vorsicht! Das war knapp. Jetzt werden sie mutig. Jetzt werden sie. Jetzt muss ich sie aber echt mal ein bisschen in Schach halten, ja. Ups, verdammt. Wie wär's denn mit der Penisknarre? Die Flammenkompensator. Die eigentlich mal ganz gern. Weil die recht großen Kegel hat, große Reichweite. Und meistens auch ordentlich Bums. Die kommen schon wieder. Das würde man auch erwarten bei einer Peniskanone. Das Minimum, was man von einer Peniskanone erwarten kann, ist, dass die ordentlich Bums hat. Weil das ist das Missionsgebiet. Verdammt. Irgendwo habe ich Lebensenergie aufgesammelt. Tatsächlich, hast du ein Glück. Das hält nicht lang. Oh, da war wieder welche. Aber der Flammenkompensator ist also gar keine so schlechte Wahl, oder? Mhm. Mach ich eigentlich ganz gern. Weil die dann auch brennen. Das kommt auch dazu. Ja. Und ich glaube, die sind auch feueranfällig. Die meisten ja. Ich weiß nicht, wie es bei den Dicken ist, aber sonst die anderen ja immer ja. Wahrscheinlich die alle. Ich denke mal, die, oh, verdammt, meine die Mutanten sind alle feueranfällig. Jetzt ist nur die Ammo leer. Die jagen dich schon wieder. Auch einfach nur einfach wilde reinballern, weil da ist einfach so viel. Benutzt doch den Heli. Ja. Wenn so viel ist. Oder die Säure. Direkt Lebensenergie gebracht. Siehst du, das hatte sogar das Vieh erwischt, die Säure. Das ist nämlich hinten durchgelaufen. Jetzt habe ich genug Lebensenergie hier. Hast nur noch einen Säure. So wähle, wähle weise. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich noch Elis. Zu spät gesagt. Das sind gar nicht schlechte Elis. Mhm. Oh nein.
Wenigstens haben wir einen Checkpoint. Ja, Gott sei Dank. Das wurde auch echt Zeit. Wir siegen den Minotaurus. Wahrscheinlich schon wieder irgendein Bossgegner. Also. Ja, ja. Weil das eben ja schon so einfach war. Dagegen ein Hubschrauber. Oder einen Teddybär. Kann mal reinbratzen in die Masse. Ist auch irgendwie vielsagend, oder? Dass unsere besten Waffen sind Hubschrauber und Teddybären. Ja. Tja, man muss einfach sehr geduldig sein. Hier rumlaufen, da kommt er jetzt. Und dann batz. Und man muss treffen. Ja. Yeah. Damit hast du ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Guck mal, er ist hinüber. Ja, jetzt nicht so schwierig. What? Gewalt. What the fuck? Liebe Zuschauer, wenn ihr auch denkt, die hat irgendwas geraucht. Nein, es ist wirklich da. Ich bin mir noch nie sicher. Du hast keine Waffen mehr, ne? Das ist das Blöde. Doch, ich hab theoretisch noch Waffen. Achso, du benutzt sie noch nicht. Ne, ja doch, theoretisch hab ich glaube ich Waffen. Ne, hab ich nicht. Die hat nur angezeigt, aber ich hab sie nicht. Mist. Das nehme ich mir ganz schön. Ah. Das stimmt. Goat Simulator. Kennst du den nicht? Nee. Ist auch ein herrlich dämliches Spiel. Ähnlich wie alle Simulatoren, glaube ich. Musst du dir auf GameCube angucken, ist sau lustig. Goat Simulator. Und wir haben gedacht, blöder kann es nicht mehr werden. Das bei dem Spiel? Ernsthaft? Wondertown Land. Ich bin halt einfach so, ja, okay, laufen wir einfach mal rein in die Masse, ne? In die Festung. Ist vielleicht nicht der Schlauste, aber... Das ist ja nichts Neues. Genau. Hast auch schon wieder nicht die günstigste Waffe dafür irgendwie. Ja, ich hab schon wieder den. Ich sehe Lebensenergie. Die will ich haben. Stinkende Lurche. Smacktalk is on. Alle Abzeichen erhalten. Das sind meine Leute. Ach so. Ist auch nicht gemerkt. Ja, die sehen halt auch genau gleich aus. Ja, irgendwie am ersten Blick. Einfach nur ballern. Ballern, ballern, ballern. Das funktioniert schon. Im Moment nicht so. Doch, eigentlich schon. Nee, du bist so gut wie tot. Was sag ich? Ich spür meinen Zau. Tot. Yo! Jetzt wird's laut. Ha!
werde euch mit meiner Tapferkeit niedertapfern. Okay. Voll in die Fresse. Mann, ein Wort, ein Colt. Sozusagen. Warum stehst du da rum? Weil ich dachte, es ist besser, sie von fern zu erledigen, als immer zu sterben, während ich da reinlaufe. Wie klappt das so bisher? Ja, ganz gut. Geduldig muss man sein. Weißt du, das habe ich doch eben bei dem Monster gelernt. Geduld ist eine Tugend. Bling. Das macht doch immer noch super. Guck mal, die anderen erledigen einfach die Arbeit für mich. Ja, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte zuerst, das war's schon wieder heute für Sunset Overdrive. Bist so gemeinvoll, ey. Ja, das ist auch noch Teil der schlechten Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn ihr wieder die besten An- und Abmod-Sprüche aller Zeiten hören wollt, dann bleibt bei dem Kanal. Und jetzt kommt noch eine ganz, ganz gute Nachricht. Die nächste Folge Sunset Overdrive gibt es spätestens übermorgen. Es sei denn, es ist Freitag oder Samstag. Dann habt ihr Pech. Ja. Bis dann. Ciao.